melden sich immer weniger Ukrainer freiwillig zur Armee oder kaum noch, weil in Kiew, in den großen Städten, im Rest des Landes wird Normalität aufrechterhalten. Und dann fragen sich die Leute, ja, aber warum soll ich denn mein Leben opfern, wenn das normale Leben weitergeht? Ja. Es war jetzt Ihre 5. Reise in die Ostukraine. Wir haben gesehen, Sie hatten also da Kontakt zu den Soldaten an der Front, haben mit ihnen geredet. Wie war deren Gemütsverfassung? Stoisch, zynisch. Die sagen, wir machen hier weiter, wir geben nicht auf. Aber von meinen Freunden von früher, mit denen rede ich nicht mehr. Die verstehen mich nicht, ich verstehe die nicht. Wir sterben hier für die und die schicken mal ein Instagram-Like. Mhm.